Jeder Bandscheibenvorfall ohne Lähmung wird zunächst einmal konservativ behandelt. Bei einem Bandscheibenvorfall kommt es häufig zu ausstrahlenden Beschwerden in das Bein, je nach Seite des Bandscheibenvorfalls. Es können Taubheitsgefühle und in seltenen Fällen auch Lähmung erscheinen. Es kommt zu einem Austritt von Bandscheibengewebe aus dem Bandscheibenfach. Das ist ganz weiches, silikonartiges Gewebe, was auf Nervenstrukturen drücken kann und damit diesen Schmerz oder die Lähmung auslöst. Jeder Bandscheibenvorfall ohne Lähmung wird zunächst einmal konservativ behandelt. Hier macht man Physiotherapie, gibt Schmerzmittel, muss einige Zeit auch abwarten. Man kann in einigen Fällen auch Injektionen durchführen. Etwa 90 bis 94% der Patienten bekommen dann eine Linderung der Beschwerden. Aber es bleiben Patienten übrig, die behalten ihre Vorspannbeschwerden im Bein. Und hier muss man prüfen, ob eine operative Therapie in Betracht kommt. In diesen Fällen wird nach einer Kernspintomographie dann geklärt, wo der Bandscheibenvorfall liegt und wie er am besten zu behandeln ist. In aller Regel macht man kleine mikrochirurgische Zugänge zur Wirbelsäule und kann ein kleines Loch in die Wirbelsäule mit Fräsen durchführen, um dann den Bandscheibenvorfall zu heben und den Beinschmerz sofort beseitigen zu können.